Köln-Bonn im Aufwind, seit Jahren schon. Die Fluggastzahlen nehmen zu und der Paketversand so oder so. Der Flughafen will ausbauen, unter anderem neues Frachtgebäude, ein Hotel und ein paar Dinge mehr. Und damit herzlich willkommen aus Bonn zu Ihrer Lokalzeit. Die Gegner eines Ausbaus haben viele Unterschriften gesammelt, haben die heute übergeben und kommen vielfach aus Siegburg, Hennef oder Loma, wo die Nacht schon ganz früh endet. Kurz vor 5 Uhr, Manuela Steden in Loma macht sich schon den zweiten Kaffee. Eigentlich ist sie gar keine Frühaufsteherin, aber ihr Haus liegt in der Flugschneise des Köln-Bonner Flughafens. Morgens ab 4 Uhr geht es meistens los. Das eins nach dem anderen, also der Schall ist gerade weg, dann kommt das nächste Flugzeug und der Körper gerät dann unter Anspannung und wenn man dann so eine Schlafphase erwischt, wo man nicht ganz tief schläft, dann wird man wach. Besonders bitter, Manuela Steden macht Homeoffice, also sie arbeitet von zu Hause, aber sie darf erst um 6 Uhr anfangen. Dass es weniger wird mit dem Fluglärm, daran glaubt sie nicht. Sie fürchtet, dass der Flughafen weiter wachsen will und wird. Die letzten Jahre ist es so, dadurch, dass der Flughafen immer größer wird und immer mehr Passagiere und immer mehr Fracht transportiert, es ist so eine Grenze überschritten, dass man einfach sagt, also ich bin doch auch noch da. Man möchte einfach, ich sitze manchmal hier und denke, ach, einfach mal eine Stunde Ruhe. Heute Mittag in Düsseldorf, die Lärmschutzgegner übergeben 14.000 Einwände gegen das aktuelle Planfeststellungsverfahren des Flughafens. Sie fürchten, dass der Flugbetrieb dadurch zunehmen wird. Das weist der Flughafen zurück. Es gehe überwiegend darum, den bereits ausgebauten Teil nachträglich genehmigen zu lassen. Ein Gericht hatte die alte Baugenehmigung für rechtswidrig erklärt. Deshalb gibt es jetzt ein erneutes Genehmigungsverfahren. Dabei muss die Öffentlichkeit beteiligt werden. Die Bezirksregierung Düsseldorf führt das Verfahren durch und muss jeden Einwand der Fluglärmgegner prüfen. Die hoffen jetzt. 14.000 Unterschriften bedeuten, dass die Bevölkerung sich hier eindeutig artikuliert hat und speziell gegen den Nachtfluglärm am Flughafen Köln-Bonn ausgesprochen hat. Das ist ein ganz wichtiges Signal, das kann die Politik nicht ignorieren. Manche halten den Kampf der Fluglärmgegner für übertrieben. Manuela Steden kann das nicht nachvollziehen. Vielleicht können die Leute sich das gar nicht vorstellen, wie das ist. Jede Nacht und immer wieder und jeden Tag und ohne Unterbrechung. Immer weiter, immer weiter. Immerhin werden ihre Einwände jetzt geprüft. Dass der Flughafen einfach wieder wächst, dagegen wird sie weiterkämpfen. Das sah wenig aus, ein bisschen Rauch, bedeutet aber für die kleine Kirche in Bonn-Muffendorf ein langes Aus. Als St. Martin ist die kleine schnuckelige Kirche tatsächlich schon älter als ein Jahrtausend. Genau genommen 1100 Jahre hat sie ohne größere Zerstörungen überstanden. Doch heute Morgen stand plötzlich eine Rauchsäule über und die Feuerwehr vor der Kirche. Wie viel Temperatur haben wir da oben noch?